Hey Leute. Kennt ihr das junge Literaturbüro Lüneburg? Ich wollte da eigentlich hin, aber ist ja gerade alles verbucht. Am liebsten hätte ich euch da getroffen. Dieses Buch wollte ich euch vorstellen. Das bin ich, Dieter Zipfel. Und jetzt, wo das nicht geht, was machen wir denn da? Ich kann euch ja mal erzählen, was ich so den ganzen Tag mache. Vor allen Dingen Sport. Wollt ihr sehen, wo ich arbeite? Kommt mal mit. Ich sag immer, spezielle Zeiten, spezielle Arbeitsplätze. Deswegen arbeite ich eigentlich zurzeit nur hier. Ist natürlich eine Umstellung, klar. Aber ich denke, wir müssen einfach alle Abstriche machen zurzeit. Die ganze Gesellschaft. Und deswegen mache ich halt auch welche. Und arbeite in dieser etwas unkomfortablen Haltung. Aber es geht, weißt du? Der Mensch ist anpassungsfähig, man kann sich darauf einstellen. Ist eigentlich kein Problem. Und inzwischen würde ich sogar sagen, ich empfehle das auch. Also, einfach mal Perspektive wechseln. Auch gut fürs Gehirn. Ja. Okay, Leute. Ihr wisst jetzt, was ich den ganzen Tag so mache. Sport und Arbeit. Und jetzt dachte ich, stelle ich euch noch mal kurz ein bisschen was aus diesem Buch vor, was ich euch vorlesen wollte. Also es heißt ja, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Und es geht vor allen Dingen um Luzi. Das ist Luzi. Luzi Schmuck. 12 Jahre alt. Brüste, keine. Große Liebe kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Freunde, ehrlich gesagt, nicht so viele. Und das hier ist Luzis Problem. Der Michi. Der Michi ist der neue Freund von Luzis Mama. Und der macht sich ziemlich breit in Luzis Leben. Schlurft in seinen Wollklamotten durch die Wohnung, verteilt gute Ratschläge und heizt die Wohnung auf über 30 Grad. Deswegen fängt Luzis Bruder Janni, der hier unten, fängt an zu müffeln. Aber reden tut er sowieso schon lange nicht mehr viel. Und Luzis Mama hat sich überlegt, ist doch praktisch. Der Michi braucht eine Wohnung. Luzi, Teenager und so, die stört das doch bestimmt nicht, wieder mit ihrem Bruder in einem Zimmer zu wohnen. So eine super Idee. Luzi zieht zu Janni und Michi kann einziehen. Fantastisch. Richtig stark überlegt. Genau. Findet Luzi natürlich nicht so gut. Deswegen sucht sie sich einen Job, um nach Berlin zu ziehen. Um zu Bernie zu ziehen. Aber, ach, das erzähle ich euch ja gar nicht alles, diese ganze Story. Das müsst ihr selber lesen. Ich wollte euch bloß eine Kleinigkeit vorlesen. Eine kleine Situation mit Michi, wie er leibt und lebt. Mh, Lecki, was machst du denn da Feines? Ist das vegan? Darf ich mal? Toprak war Muslim. Robert war laktoseintolerant. Der Michi ist Veganer. Jeder von Mamas Typen hat sein Essverhalten mitgebracht wie ein Haustier, das im Kühlschrank wohnt. Mama meint, es macht uns zu offeneren, toleranteren Menschen, wenn wir alle die vorübergehenden Essensgesetze befolgen. Stimmt natürlich nicht. Michi macht's vor allem wütend. Schon tauchen Michis Zeige- und Mittelfinger tief in die Guacamole. Guacamole macht Tsunami statt Welle. Hat mir gefallen, was auch immer das heißt. Und warum eigentlich Guacamole?
Michis Finger lenken mich ab. Er formt sie zu einem Haken und fischt damit einen kleinen Berg aus der Schüssel. Seine Finger sind dick mit der grünen Paste überzogen. Er steckt sie sich bis zur Handfläche in den Mund und saugt schmatzend mein Essen in sich hinein. Es geht nicht darum, dass ich mir jetzt vorstellen muss, wo er vorher mit seinen Fingern war, was das ist, was sich unter seinen Fingernägeln zu einer grauen Pampe zusammengeschoben hat und welcher Teil davon jetzt in meiner Guacamole gelandet ist. Nicht mal darum, dass ich jetzt nichts mehr davon essen kann. Oh, lecki! Bisschen Salz vielleicht noch? Er greift nach der Salzmühle und salzt nach. 3 Umdrehungen. Es geht nicht mal darum, dass er mir in mein Essen reinpfuscht. Kann ich mal? Er greift an mir vorbei nach einem Löffel. Ich gehe einen Schritt zurück, damit sein Arm mich nicht berührt. Er gibt noch ein bisschen Wasser in die Schüssel, grinst mich dabei schief an und rührt seine Zutaten in meine Guacamole. Ich denke kurz an Klinge und daran, dass man an seinen Rezepten absolut nichts ändern darf. Dann steckt der Michi sich den Löffel in den Mund. Er schließt die Augen. Den Mund nicht. Ich kann sehen, wie seine Zunge die Erbsenpaste gegen den Gaumen presst, wie sich sein Speichel grünlich färbt, wie er die Pampe in seinem Mund bewegt und sie sich um seine Zähne legt. Ich muss weggucken. Aber auch darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass er eklig ist. Das hier war mal meine Küche. Darum geht's. So, liebe Leute, ich hoffe, wir sehen uns bald in Lüneburg. Dann lese ich euch sehr gerne noch ein bisschen mehr vor. Ihr erfahrt, wer Klinge ist, wer Marvin ist, wer Jessie ist, wer eigentlich Luzi Schmurrer genau ist und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich freue mich drauf. Habe ich befürchtet. Hier ist nichts los. Nichts passiert.